Die Demokratie, diese uralte Dame mit den vielen selbstbewussten, quirligen, unerschrockenen Töchtern, Enkelinnen und Urenkelinnen, hat in den vergangenen 70 Jahren in Deutschland gut gelebt. Sie wurde von allen Seiten zwar gezupft und gerüttelt, von links, von rechts und aus dem Untergrund. Sie hat sich meines Erachtens aber wacker geschlagen, zäh und mit viel Würde, wie alte Damen eben sind. Sie wird geachtet. Die große Mehrheit von über 80% der Menschen in Deutschland steht fest hinter ihr. Und auch die Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie hat über die Jahrzehnte zwar oft geschwächelt, in den Monaten der Pandemie aber lag das Vertrauen weit über den Vorjahren. Viele interpretieren das als eine Verbeugung vor dem Obrigkeitsstaat, den wir suchen. Aber ich finde, es ist auch eine Verbeugung vor einem Job, den gerade Damen in Regierungsverantwortung glänzend und oft erfolgreicher machen als manche Herren. Und vielleicht ist dieses Vertrauen in die Demokratie auch ein Zeichen der Hochachtung an jene, die in diesen Tagen unerschrocken auf die wilden Zehntausende von Demonstranten und Corona-Leugnern zugehen. Auf den Schildern haben sie geschrieben, lasst uns miteinander reden. Sie suchen das Gespräch und sie suchen letztendlich das Vertrauen. Was ist Vertrauen? Vertrauen ist nichts, was Sie haben oder was ich habe. Vertrauen ist immer etwas, was zwischen uns liegt. Vertrauen ist eine sehr solide Hypothese über das Verhalten anderer. So hat das Georg Simmel, einer der Begründer der Soziologie, ausgedrückt. Und er sagt auch, und das ergibt sich daraus, dass der völlig Wissende gar nicht zu vertrauen braucht. Und der völlig Unwissende vernünftigerweise überhaupt nicht vertrauen kann. Vertrauen braucht die Begegnung. Und die Begegnung schafft Wissen. Das Vertrauen in die Demokratie ist da. Für viele überraschend sehen wir, dass erste Anzeichen zeigen, dass populistische Einstellungen in unserem Land, in der Bevölkerung abnehmen. Gewaltenteilung, Transparenz, Streit, Versammlungsfreiheit, Mitsprache stärken dieses Vertrauen. Der Diskurs zwischen den Menschen und der Politik, die Bürgerinnennähe, das Abstreifen von Arroganz und Überheblichkeiten, welches wir mehr als hier und da beobachten können. Das Ganze kommt oft im Kleinen und es kommt oft ganz ungeordnet daher. Aber alte Damen und großartige junge Frauen können sich das auch mal leisten. Sie müssen nicht stets herausgeputzt sein. Bereit zum Dialog, zum persönlichen Treffen, aber schon. Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, das Virus ist ein zwittriges Biest. Zahm und fast einnehmend wirkt es gegenüber der Familie, den Freunden, engen Kollegen, dem kleinen Wir, wie ich es nenne. Diese Beziehungen sind über die letzten Zeiten enger geworden. Man lernt sich sogar wieder besser kennen. Sorge und Fürsorge sind der Grund dafür. Stachelig und ausgrenzend wirkt das Vertrauen, wirkt der Virus allerdings gegenüber Fremden. Es schränkt unsere Begegnungen ein. Das Mit- und Nebeneinander von bislang Unbekannten in Raum und Zeit. Wer von uns hat in den letzten Monaten neue Netzwerke geknüpft? Hand aufs Herz, ich nicht. Videokonferenzen,
spiegeln nicht das wahre Leben. Sie ersetzen nicht die persönliche Begegnung. Wenn wir nicht persönlich miteinander kommunizieren können, dann verkümmern unsere Sinne. Das Riechen, das Fühlen, das Sehen, das Hören von Zwischentönen. Unser Radius wird kleiner. Die Brücken, welche die vielen kleinen Wirs verbinden, werden brüchig. Und das große Wir, über welches wir uns schon vor der Pandemie Gedanken und Sorgen machten, verliert noch mehr an Raum. Und so tut man sich zunehmend mit Gleichen zusammen. Wir sehen schon seit Langem in unseren Städten, die Kieze werden immer homogener, die Unterschiede zwischen Stadtteilen werden immer größer. Diese Schließung sozialer Kreise wird durch dieses heimtückische Virus begünstigt. Der klare Auftrag an uns ist, so wie wir gegen die tödliche Krankheit kämpfen, so müssen wir auch gegen das Absterben sozialer Räume kämpfen. Liebe Mitstreiterinnen, liebe Mitstreiter, lassen Sie uns achten auf unsere Demokratie. Dazu gehört auch, dass wir eintreten für die Teilhabe möglichst aller in unserer Gesellschaft. Und gerade in diesen Tagen, Wochen, Monaten wird überdeutlich, Frauen haben diese Teilhabe in wesentlichen Bereichen unseres Lebens nicht. Niemand kann wollen, dass Frauen sich wieder zurückziehen ins eigene Heim, in ihre eigenen vier Wände, von dort aus arbeiten, Seite an Seite mit ihren Sprösslingen, wieder zu wartenden Müttern werden, mit dampfenden Töpfen für Kinder, deren beste Nachhilfelehrerin und Chauffeurin. Niemand kann wollen, dass Frauen im wortwörtlichen Sinne verheimlicht werden, nicht mehr gesehen werden im öffentlichen Raum. Viele Kommentatoren, ich habe es ausgezählt, es sind meistens Männer, sehen meine Retraditionalisierungsthese widerlegt. Sie jubeln. Männer packen nun mehr an zu Hause. Und das stimmt. Oft sind diese Männer in Kurzarbeit, die Frauen in systemrelevanten, schlecht bezahlten und auch noch gesundheitsgefährdenden Jobs draußen. Sollen wir uns wirklich freuen, wenn die Zeit für Kinder und Hausarbeit äußeren Zwängen gehorcht? Sollen wir uns freuen, dass der Gender Care Gap kleiner wird, weil Männer so viel mehr Luft haben, ihre Zeit für die Familie zu erhöhen, während Frauen zu ihrer allemal viel höheren Sorgearbeit kaum noch was draufpacken können, ohne an ihrem Schlaf oder an ihrer wenigen Zeit zu kratzen? Die Grenzlast ist in der Pandemie für Frauen ungleich höher als für Männer. Und überhaupt ist Vertrauen und Zuständigkeit für unsere Familie in Stunden, Minuten und Sekunden zu messen? Gibt es so etwas wie eine halbe Stunde Verantwortung? Verantwortung für die Demokratie zu übernehmen, heißt auch, alles zu unternehmen, dass wir Frauen besser stellen, leistungsgerecht entlohnen, ihnen mehr Optionen geben, sie nicht aus dem öffentlichen Raum verlieren, in dem sie noch immer nicht genügend präsent sind. Denken wir an die Vorstände der großen DAX-Unternehmen. Denken wir daran, dass das über 90% Männer sind. Glauben wir ehrlich, dass man in diese Vorstandsetagen kommt, wenn man in Heimarbeit und in systemrelevanten Tätigkeiten beschäftigt ist? In diesen Zeiten schaffen Frauen das nicht. Liebe Demokratinnen, liebe Demokraten, die Zustimmung zur und die Zufriedenheit mit der Demokratie wird nicht von allen geteilt. Sie kommt sehr gebildet daher und mit viel Geld in der Tasche. Die Unterschiede sind immens und sie werden immer größer. Überhaupt nicht zufrieden mit unserer Demokratie sind 25% der Menschen, die zur Arbeiterschicht gerechnet werden, verglichen mit 7% der oberen Mittelschicht. Einkommen und Bildung
das wissen wir alle, sind miteinander stark verknüpft. 26% der Bildungsarmen und 6% der Menschen mit hohen Bildung sind massiv unzufrieden. Was wir in diesen Monaten aber sehen, ist eine weitere Spreizung der Teilhabe und eine Gefahr für unsere demokratischen Fundamente. Heinz Elmar Tenort spricht von einer Refeudalisierung, die wir durchlaufen. Es ist leider eine richtige Bezeichnung. Natürlich können wir, die wir hier sitzen, unsere Kinder und auch unsere Schulen in gewisser Weise ersetzen. Wir beherrschen den Stoff oder haben ihn zumindest irgendwann mal beherrscht. Wir kennen zumindest die Spielregeln. Ich sage immer, dass mein Sohn schon pränatal Abitur gemacht hat. Wie passiv verhalten wir uns aber hinsichtlich der Demütigungen, die all jene erfahren, die sich vorgeführt fühlen und auch vorgeführt werden, die ihren Kindern sagen müssen, dass sie eben nicht helfen können, keine Hilfe bekommen. Das sind keine individuellen Schicksale, die wir leicht zur Seite schieben können. Das ist keine Sache, die wir einfach zwischen den Ebenen unseres föderalen Systems hin und her schieben dürfen, zwischen den Kommunen und zwischen den Ländern. Hier können wir alle sehr viel mehr tun und müssen in der Not für andere anpacken. Das ist unsere Pflicht als verantwortungsvolle Demokratinnen und Demokraten. Wir brauchen also neben dem Paritätsgesetz, welches auf die größere Inklusion von Frauen abzielt, Maßnahmen, die dazu führen, dass mehr Menschen aus Arbeiterschichten und mit niedriger Bildung in unsere demokratisch gewählten Gremien kommen. Und natürlich müssen wir die Bildungsarmut abbauen. Die Stärkung des öffentlichen Raumes, ein entschiedenes Nein zur Retraditionalisierung, ein entschiedenes Nein zur Refeudalisierung unserer Gesellschaft sind wesentlich für die weitere Stärkung unseres Vertrauens in die Demokratie und unseren Einsatz für sie.